gesniped. Fuck. Ja, das ist immer scheißegal, ob ich ihn treffe oder nicht. Sah sehr beeindruckend aus. Hallo? Ich glaube, mir ist gerade klar geworden, warum du so viele Räucherstäbchen gefunden hast. Ja, aber wo? Wo kann ich den einsetzen? Hier natürlich nicht. Habe ich was verpasst? Er hat anscheinend gegen den Gong gehauen und. Ja. Ja, halt dich mal schön. Genau, mach weiter so. Machst du super. Halt dich. Was brauchst du jetzt noch, die Räucherstäbchen? Das weiß ich. Lakpa. Die rituelle Hand symbolisiert die Geschicklichkeit bei den vier mächtigen Aktivitäten des Beschwichtigens: Erhöhens, Unterwerfens und Zerstörens. Sie symbolisiert auch die Dominanz über alle störenden Dämonen. Sieht nett aus. Was stand da jetzt? Du sollst B gedrückt halten und das machen. Tja, ist doch egal. Info. Wieso? Ah. Ist ja interessant. Damit Dinge zu dir ranziehen, ja? Anscheinend. Nur wozu das jetzt kommt, frage ich nicht ganz. Gut gelaufen. Naja, für dich was zu lesen. Schutz des Hauptschreins. Der Hüter des Schreins bleibt auf seinem Posten. Guter Mann. Mhm. Es ist meine Verantwortung, den Hauptschrein, den Altar und die Gebetshalle vor Bösem zu bewahren. Als der Fluch über uns kam, habe ich beschlossen, die Gebetshalle nicht mehr zu verlassen. Sie muss um jeden Preis beschützt werden. Ich rezitiere Mantras und führe heilige Rituale durch. Ich stelle neue Mandalas auf und stelle all die Beschützer dar. Nekpo Chenpo, Shinje, Shinje Shed, Tamdrin, Kupira, Palilano, Changpea und Bengtze. Kennen wir ja. Ja, ja, richtig. Habe ich alle bei Facebook als Friend. Das sind alles meine Homies. Mm. Den cruise ich durch die Town. Mandalas. Richtig. Machen dann sowas wie Drive-by-Mandalas oder so. Na, geht's hier raus. Tut es. So, jetzt musst du nach links. War das nicht oben? Nee. Doch. Ne? Nee, doch. Ja, nein. Obwohl, heilen. Hm, stimmt. Hm. Hab ja zum Glück Räucherstäbchen. Da ist jetzt erstmal so ein richtig fetter Geist, der dich killt. Nee, da ist gar keiner. Du hast mich angelogen. Warum tust du sowas? Keine Ahnung. Und nochmal. Wolf, deck deinen Kopf da rein, dann geht's schnell. Kann sich hier scheiß nach. Weißt du, wenn er einfach ein Feuerzeug hätte, könnte er sich ja unterwegs heilen. Nein, der Schrein hat noch so einen besonderen Duft dabei. Dann passt das schon. Der Duft nach 500 anderen abgebrannten Räucherstäbchen oder was? Genau. Dann kann er ja seine benutzen. Das wäre aber cool, weißt du, je öfter du die benutzt, desto wirkungsvoller werden sie. So, jetzt gehst du hier wieder raus. Nur um dann da hinten weiterzukommen. Hui. Ich denke mir wieder nächste Safe Points rein. Dann schauen wir mal, ob wir demnächst ein paar finden oder nicht. Und egal ob oder nicht, könnte man langsam zum Ende kommen heute. Ja. Auch wenn ich gerne das Kloster irgendwie hinter mich bringen würde. Ja, vielleicht hast du ja Glück. Bis zum nächsten Safe Point müssen wir auf jeden Fall noch spielen. Ich wundere mich, dass jetzt gerade keiner kam. Hallo, du hast ja nur gerade eben das eine Rätsel in dem Kloster gelöst, da musst du doch nicht speichern danach. Kommt ja bestimmt auch kein gleich böser, bestimmt kein böser Geist gleich, der dich killt. Ach guck mal, da ist ja Todpa. Kopf, Herz, wohin? Genitalien.
Ja, zieh sie zu dir, zieh sie zu dir. Ich hab die Eier aus der Hose gerissen. Na guck mal, da ist schon wieder ein Räucherstäbchen. Schön. Das Motto dieses Spiels ist, nur weil da eine Tür ist, heißt das noch lange nicht, dass du da durchgehen kannst. Exakt. Oder ich jogge gerne. Hi. Oder Leitersprossen sind nicht zum Greifen da. Willkommen im Kloster Nyende Kibuk, junger Eric. Ich habe dich bereits erwartet. Ich fürchte, deine Reise war bisher sehr verwirrend. Vielleicht kann ich alles verständlich machen. Hallo, wissen wir, was passiert ist? Vor einem Jahr habe ich in der Klosterbibliothek studiert. Als das Licht auf das alte Manuskript in meiner Hand fiel, sah ich, dass es ein Palimpsest war. Ach so. Eine Schriftrolle, deren ursprünglicher Text entfernt und die dann erneut benutzt wurde. Darunter lag eine atemberaubende Entdeckung. Die Fundstelle eines uralten Thermas. Ein Therma ist eine Reliquie. Nett, dass wir das erzählt bekommen. Thermas wurden in alten Zeiten verfasst und dann so lange magisch verborgen, bis sie gebraucht werden. Erst dann kommen sie wieder ans Licht. Ich konnte nicht die ganze Schriftrolle entziffern. Also brachte ich sie Meister Lama Kenpo Jigme Lingpa zu dem Name. Doch in der Zwischenzeit erzählte ich auch meinem guten Freund Edward Bennett, dass das Thermal hat ihr dich gerade an wen erinnert? Auf seine Entdeckung wartete. Oder kam das nur mir so vor? Bennett konnte nicht abwarten, gut, bis die Übersetzung der Schriftrolle vollständig war. Er zog allein los, um das Thermal zu finden. Das nenne ich mal eine Leiter. Und er litt einen schrecklichen Unfall, bei dem er ein Bein verlor. Während Bennett sich erholte, schloss Meister Kenpo seine Übersetzung ab. Es war eine Prophezeiung über denjenigen, der das Thermal holen würde. Als ich Bennett die Prophezeiung vorlas, meinte er sofort, dass die Beschreibung auf deinen Bruder zutreffen würde. Bennett holte deinen Bruder her und bereitete ihn auf den Aufstieg vor. Es gab natürlich weltliche Vorbereitungen, aber auch heilige. Niemand kann den Chomolonzo normalerweise ersteigen, außer er ist zuvor 12 Mal zu Fuß um den Berg gegangen. Diese Umrundung nennt man Kora. Frank hatte die Koras natürlich nicht durchgeführt. Doch Bennett überredete Jomo Menmos Schülerin, einige heilige Rituale durchzuführen, die die Göttin milde stimmen würden, sodass Frank sich ihr näher konnte. Kam anscheinend sehr nah ran. Diese Schülerin war die junge Mingma Yangzi. Etwas ging schief. Am Tag, nachdem Frank das Lager verlassen hatte, erschienen Geister und Dämonen. Die Sherpas flohen. Meine Brüder flohen. Sie flohen vor der Göttin aus eben dem Grund, der dich zu ihr führt. Sie fliehen vor sich selbst. Du hingegen gehst, um dich selbst zu finden. Ich dachte, sie fliehen vor Geister und Dämonen. Danke, mein Freund. Nö. Aber ich glaube nicht an ihre Göttin. Ich bin hier, um meinen Bruder zu holen und dann bin ich wieder weg. Du musst nicht an sie glauben. Du hast auch gegen die Geister gekämpft, obwohl du nicht an sie glaubst, oder? Sie werden immer stärker werden. Und wenn du dich nicht auf den Berg vorbereitest... Nächste Mission, laufe 12 Mal um den Berg herum. ...werden dich diese Geister besiegen. Du denkst, es geht um deinen Bruder. Wieder weiter und schütteln. Und so ist es auch. Doch es geht auch um dich. Nicht alle Geister wollen dir Böses. Suche die Seelen der vergangenen Lamas und lerne von ihnen. Ach du Scheiße. Wie man spuckt. Ja, Speicherpunkt kann mir nicht wirklich, ne?
Schade. Lesen wir doch mal was. Schlagens Gongs. Nur Todd Parr hat überlebt. Darüber gibt's natürlich auch ein Buch, weißt du? Ja, von wem? Jetzt bin ich der Letzte, der noch lebt. Alle anderen sind fortgerannt oder wurden ins Bardo gezogen, um Geister zu werden. In der Nacht habe ich gehört, wie der Hüter des Schreins seine Mantras rezitiert. Doch am Morgen war ein schrecklicher Schrei zu hören. Die Mantras verstummten und wurden durch ein merkwürdiges Flüstern ersetzt. Ich muss mich konzentrieren und meinen Geist lehren. Ich spreche die Mantras und schlage den Gong. Der Klang reinigt die Luft und hält die bösen Geister in Schach. Jetzt will ich jetzt sehen, dass der jetzt nicht gespeichert hat. Oh. Sandsturm. Hübsch hier. Schöne Aussicht, ne? Springen, ja, springen. Wenn wir jetzt bei Assassin's Creed wären, würde er das tun. Andererseits wäre dann auch immer die Mauer hochgeklettert. Genau. Okay, die Tür hat sich unglaublich gelohnt. Gehen wir also wieder runter. Elegant. Gut, ihr erwartet jetzt erstmal hier keinen Geist. Ja, Todd Parr hat ja auch die Luft gereinigt. Moment. Ja, Moment. Komischer Bart. Guck mal, der Oberlippe in der Mitte hat das weggemacht und der Rest steht's noch. Was mich wundert, dass dieses Bild so extrem gut aufgelöst ist. Besser als die Wand dahinter. Auf jeden Fall. Todd Parr hat die Luft überlegt. Das haben wir, glaube ich, hier gesehen, dass wir hier hin müssen. Ja, um runter zu gehen. Echt eine komische Architektur. Greif richtig. Nein. Schön, wo er seine Füße hinstellt. Und der Schatten. Es gibt keinen Schatten von der Leiter. Das wäre auch zu viel. Also sein Schatten ist ja wohl absolut ausreichend. Aber hallo. Noch mehr lesen. Das Bardo, die Übergangsphase zwischen einem Leben und dem nächsten. Das Bardo ist der Zustand zwischen Tod und Wiedergeburt. Jene, die das klare Licht erkennen, erhalten die Erleuchtung. Andere haben mächtige Visionen. Wenn ein Mönch oder Lama neben dem Verstorbenen sitzt und laut aus dem Totenbuch liest, kann das Bewusstsein erkennen, was diese Formen wirklich sind. Projektionen und Reflexionen innerer Realitäten, traumähnlich und nichts, was man fürchten muss. Kann man einem Lama das beibringen? Sitz zu machen? Ja. Wie so einem Hund? Und vorzulesen. Das ist halt eine relativ feuchte Aussprache. Ich stell's mir gerade bildlich vor, also das ist schon geil. Och, Todd Parr, hat er wieder hier hingemacht. Das ist ja. Sorry, jetzt konnte ich nicht konzentriert machen. Und hoch. Das sieht sehr schön aus. So eine richtig affektierte Geste. So, er sollte auch meine Energie aufbauen. Jo. Wächst weiter. Ach man, hätte ich das mal früher gewusst. Wo haben wir denn 1 und 2 übersehen? Das ist eine gute Frage, ne? Oder sie kommen noch. Der Dämon beherrscht den magischen Kreis, unverwundbar in seinem Reich. Trügereien zerstören die Mauern, Schwäche, Gelegenheit, Macht strömt aus den... Ach, Gräbern reimt sich auch nicht. Der Dämon ist fort, doch das Blut ist nicht frei. Von wie vielen? Von 9? Ja. Yippie, Juchai also, und Rai. Scheint, das hätten wir schon über die Hälfte weg. Des Spiels, weil ich denke mal, das ist immer so an bestimmten Punkten verteilt. Da kommen wir rein. Da kommen wir rein. Da kommen wir rein. Da gehen wir raus. Hübsche Tür. Speichert. Jo, dann. Es speichert, oh mein Gott. Ich hoffe mal, dass man dann hier auch wieder einsteigt. Natürlich. Wäre auch relativ hilfreich, wenn man sonst nicht mehr an diesen Topf da hinten kommt. Na, so ist eh nichts drin. Jo. Mit einem Ausblick hier auf die ausgestorbenen Berge des Himalaya. Oder? Jo. Anderem Himalaya. Oder? Nee, du, nein, wir sind Quatsch. In den Alpen. Quatsch, wir sind in den Alpen. Sorry, habe ich voll vergessen. Was meinst du, wo der hier Buddhismus ist und so? Das ist der Hunsrück, ja. Der Hunsrück, genau.
Wie daheim, du. Jo. Ich habe auch ein buddhistisches Kloster im Vorgarten. Echt? Klar, nicht Gar gesehen. Nicht gesehen, nee. Muss gleich mal zeigen. Jo, nach ein bisschen sinnlosem Gerede am Ende. Und oh, wir sehen, da geht's jetzt gleich hoch. Oh, das sieht so interessant aus. Mann, ich würde am liebsten weiterspielen, aber doch nicht. Verabschieden wir uns für heute. Nach einem unglaublich ereignisreichen Tag. Teddy sagt, ciao, bis zum nächsten Mal. Gut gelaunt, ich merk's schon. Bis dann. Macht's gut. Adios. Amigos.